Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Nachdem ich das ja angekündigt hatte, dass ich hier wieder weiterspiele, ist es nun endlich soweit. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das total schief geht, weil wir sind jetzt ziemlich weit im Spiel. Ich habe es über ein Jahr nicht gespielt. Ja, und von der Steuerung wahrscheinlich keine Ahnung. Also ich habe bisher gerade nur das Spiel gestartet. Ich bin auch komplett blind jetzt hier reingestartet. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Ich weiß nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Ich weiß nur, wie man sich bewegt. Ja. Ich weiß noch, dass man hier immer speichern konnte und auch immer die Waffen pimpen konnte und so. Pistole. Gut zu wissen, dass wir eine haben. Mausrad ist auf jeden Fall Waffenwechsel. Aha, also so eine Art... ja, unser Sturmgewehr. Pistole. Mit Schalldämpfer auch noch dran. Und klassisch der Bogen. Wobei, da konnte man auch irgendwie Feuer an- und ausmachen. Jetzt ist das hier an. Jetzt... Ah, das war diese komische Sicht. Das ist cool. Oh, Karte aktualisiert. Neuen Ort entdeckt. Jetzt weiß ich nicht, was auf die Karte kommt. Also ich hab mal gedacht, nicht hier professionell vorbereiten und so tun, als hätte ich es voll drauf. Nee, ich nehme euch sofort mit. Ich habe das Spiel gerade gestartet und jetzt seht ihr, wie das ist, wenn man keine Ahnung mehr davon hat. Muss auch mal kurz auf die Uhr gucken, wie lange, damit die Folge nicht zu lang, nicht zu kurz wird. Okay, weiß Bescheid. Ja, vor allem ist das große Problem, ich habe nämlich noch zumindest das Ende der letzten Folge mir mal angeschaut und so wie es aussieht, werden wir in Kürze auf die Oni stoßen. Das sind diese übergroßen Viecher, also die haben wir live noch gar nicht richtig gesehen. Zumindest mussten wir noch nicht gegen die kämpfen, was ganz gut war. Jetzt kommen die allerdings auf uns zu. Wir waren übrigens hier. Hier habe ich noch gesehen, ich dachte, irgendwie die zwei Leute, die hier waren. Ich weiß gar nicht, haben wir die getötet oder nicht. So habe ich das Ende dann doch nicht mehr gesehen. Meinten die seien über Leichen, ich hatte die gar nicht gesehen, aber hier liegen ja doch ein paar. So ein ganzer Haufen. Und ich traue mich ehrlich gesagt überhaupt nicht weiterzugehen. Also es wird Zeit, Tomb Raider zu Ende zu spielen. Oh, Spielzeit, 2 Jahre, du, lohnt sich. Ja, und wie man sieht, ne, hallo, ich bin auch da mit Facecam. Wenn ihr die gerade nicht seht, dann gab es technische Probleme. Ich habe mir gedacht, ich probiere es mal aus, ich nehme mal auf. Ob es klappt, weiß ich nicht, das seht ihr dann ja jetzt im Video. Ja. Also ich denke mal, schießen ist ganz normal, das ist bei jedem Spiel das gleiche. Einfach mal runter. Ach, warte mal, da war doch noch... Wie ist denn jetzt Karte? Das ist Karte. Da ist noch irgendwas. 2 Sachen sind da. Ich wollte den ganzen Krempel ja nicht mehr einsammeln. Das war ja immer so nervig. Herauszoomen. Hier. Auf der Karte. Allein hier an dem Strand. Wie häufig ich da hin und her gerannt bin und alles gefunden habe ich ja immer noch nicht. 86% steht hier. Ganz ehrlich, nee, ne? Aber gucken wir mal. Hallo? Ach, warte mal. Das konnte ich schon beim letzten... Das konnte ich schon beim letzten Mal nicht. Wegpunkt setzen, Wegpunkt setzen. Wo ist es? War es noch da oben? Es wird... Ich dachte, das wird auf der Karte dann angezeigt. Was ist mit dem anderen da? Da sind doch noch 2 Sachen. Da, na, dann ist egal. Dann lassen wir das zentriert und... Was ist das hier für ein Ort? Das sieht nicht sehr schön aus, muss ich mal so sagen. Das Wasser ist wahrscheinlich auch nicht mehr das Frischeste. Da gehe ich mal direkt weiter. Oh, Knöpfchen drücken. Möchte ich das? Was ist dahinter? Weiß ich nicht. Sieht erstmal ungefährlich aus. Hier sagt man mir wenigstens, was ich machen muss. Und ich weiß noch, es gab ja auch ein... Einsetzende Musik, macht mich nervös. Es gab ja noch diese ganzen Special Moves, die konnte ich schon beim letzten Mal alle nicht, wegen Ausweichen und sowas bei Kämpfen. Ich gehe vor wie in so einem Horrorspiel, traue mich kein bisschen weiter. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Was für ein Grab? Gut, wenn man von der die Story auch nicht mehr kennt. Also wir sind ja gestrandet und wollen hier runter, wollen hier weg von der Insel. Und das versuchen wir schon so lange, seit so vielen Folgen. Okay, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Ich treffe nicht mal hier diesen Knopf. Hallo, kannst du mal stehen bleiben? So, drücken wir mal einfach mal, gucken, was passiert. Ob das so gut war? Ist da irgendwas drauf auf dem Aufzug? Ich hoffe nicht. Der Aufzug steckt fest. Ja, und jetzt? Kann ich da irgendwas machen?
Ist mir. Ja, können wir gleich gucken. Ich gucke erstmal, was hier unten ist. Ich muss irgendwie da durchkommen. Hä? Achso, die Tür ist auch zu, oder was? Das heißt. Hä? Warte, wir kommen ja hier nicht weiter. Oh. Also das hält zumindest nicht so gut. Das hat ein bisschen gewackelt. Ich hatte mit... An irgendeiner Waffe hatte ich so eine Art Granatwerfer. Wie ich den einsetze... Okay. Weiß ich jetzt, wie es geht. Aber eigentlich wollte... Hatte ich nicht auch Granaten? Doch, ich habe 5 Granaten. G? G ist es leider nicht. V, C, R, T, Y... Keine Ahnung, ich werde niemals erfahren, wie ich Granaten werfe. Das ist natürlich sehr suboptimal. Huch, was ist das? Ja, komm hier. Ja, komm. Das macht doch schon gute Geräusche. Wir hüpfen einfach weiter mit dem Affe hier drauf rum, dann passt das schon. Ja, komm. Also, wieder Kompetenz ganz groß geschrieben hier. Aber hier ging es nicht weiter, ne? Was war denn mit der Tür? Die ist auch zu. Ja, also wir sind weit gekommen in dieser Folge. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wollte einfach nochmal wieder ein bisschen zeigen, ne? Nee, scheiße. Wie kann ich denn eine Granate werfen, wenn ich das jetzt mal wüsste? Das ist springen. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich springen kann. In Tomb Raider, genau. Halbes Jump'n'Run. Ja, jetzt... Ich kann nur alle... Warte mal, da ist noch was. Das haben wir auf jeden Fall schon verpasst, wie es aussieht. Hm. Oder warte mal, war das die Granate, die ich da gerade geworfen habe? Jetzt haben wir 5. Jetzt ist es weiter hoch. Jetzt haben wir 4. Okay, ich kann gar keine Granaten werfen. Das war der Granatwerfer. Ach so, spring! 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 Das hängt irgendwo noch fest wahrscheinlich. Okay, ich soll irgendwas hier mitmachen. Da hat er am Anfang auch so drauf gezeigt, aber was soll ich damit machen? Wir konnten mit unserem Bogen... Konnten wir immer so Sachen ziehen. Ich weiß noch nicht, was das jetzt bringt, aber... Okay, das hat gar nichts gebracht. Was soll ich denn hier machen? Einfach gegenschießen. Mit der Schrotflinte vielleicht. So, machen wir mal. Interessiert den Aufzug kein bisschen. Oh, nee, warte mal. Man kann natürlich auch mal gucken... Oh. Warum? Einfach, wenn es auch kompliziert geht. Was muss ich machen? Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Okay. Das hätten wir schon mal. Das war natürlich ein richtig kompliziertes Rätsel. Wie konnte man darauf kommen, einfach mal dahin zu gehen? Wo am Anfang die Kamera sogar drauf gezeigt hat. Komme ich nicht da drauf? So, ich komme drauf. Sagt mir Q jetzt irgendwas, was mir hilft? Nicht so wirklich. Also mehr Wucht. Warte mal, hier geht's weiter. Wir müssen den Aufzug weiter runter bekommen. So, hier kann man die Tür vielleicht schon mal aufmachen. Genau, das schon mal gut. Dann müssen wir nicht mehr weiter rumklettern. Die wäre auf. Ja, mittlerweile ist ja schon längst der nächste Teil erschienen von Tomb Raider und ich dümpel immer noch bei dem Teil rum. Was haben wir hier? Munition, wie es aussieht, und ein Buch zum Lesen. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. So, geheimnisvolle Befehle. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Frage zu klären. Ein Dokument fehlt uns noch. Immer wieder auf Q drücken, dann wird die Karte aktualisiert. Moment mal, da ist das markierte Ding. Da ist das, was ich vorher markiert habe. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr dahin. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Oh, dann geht er nach oben, das ist ja... Macht...
gerade eigentlich erstmal nicht so viel Sinn, würde ich sagen. Vorsicht. Leiter knallt auf Kopf. Hey, was soll ich hier? Ah! Ich muss die anderen Teile lockern. Komme ich da dran? Komme ich sogar. Aber erstmal. Oh, warte mal, da ist noch was. Da ist noch was. Lever runter. Feuer frei. Bergungsgut oder so, ne? Yep. Womit man die Waffen pimpen kann. Kann man eigentlich die anzünden? Also. Nein. Ich wollte nur. Ne, Asche zu Asche und so. Huch, okay, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Dann nehmen wir die Leiter. Was war da? Da wurde doch gerade irgendwas angezeigt. Da, schon wieder. Hä? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Quatsch. Hier eine Leiter. Ich komme wieder rein. Ich glaube, das habe ich auch die letzten 40 Folgen im Spiel immer wieder gesagt. Da muss ich nur dran gewöhnen. Noch drei lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. Noch drei lockern? Hä? Was will sich von mir? Okay, hier käme ich durch, aber ob... Ah, warte mal, da ist irgendwas. Nur wenn... Hä? Oh, mit der Steuerung. Ich gehe mal wieder auf die Karte. Das kann man, glaube ich, aufsprengen, aber allerdings nicht von hier. Komme ich von da unten ran? Da. Ich muss mir den Weg freischieben. Mist. Mit der Schrotflinte. Ich gehe immer wieder auf die Karte. Ah ja. Kann ich hier eigentlich hochklettern? Nein, das nicht. Ja. Es gibt übrigens kleine Neuigkeiten, während ich hier wieder verzweifelt versuche weiterzukommen, es aber nicht schaffe. Kann ich schon mal verkünden, dass ich tatsächlich ein neues LP geplant habe. Ein kleines, nur ein kleines. Was aber... Sag mal, was ist das denn jetzt hier? Wofür ist dieser... Wofür ist das? Ich könnte hier mit Wucht was durchwerfen. Ja, das würde gehen. Wenn ich gleich noch keine Granaten mehr habe, ist vorbei. Aber was sollte ich hier durchwerfen? Was tue ich hier eigentlich? Das Problem ist, ich kann nicht gleichzeitig was erzählen und mich konzentrieren. Das scheitert sofort. Hm. Ich muss die anderen Teile lockern. Was für Teile müssen wir lockern? Die Dinger? So, hier fehlt da schon eins. Ach so. Ah, okay. So wie vorhin. Jetzt weiß ich, glaube ich. Kommt mir gerade an eins dran? Genau, da kommen wir nämlich an eins dran. Komme ich da hoch? Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Da. Huch. Nur, dass wir den richtigen Knopf finden, dann passt das auch. So. War es gar nicht so schlecht, dass ich ihn nochmal hochgeholt habe. Alle drei Teile lockern? Jetzt noch die Frage, wie kommen wir an die anderen ran? Der müsste eigentlich noch einen höher. Dafür ist nämlich das Loch da oben. Wie kriegt man den denn jetzt hoch, ist die Frage. Wie kriegen wir den eine Etage höher? Kann ich da rüber springen? Ich guck mal eben. Hep. Klar, kein Problem. Okay, dann einmal weiter. Ja, jetzt einmal ran, bitte so. Ich erzähle gleich weiter wegen dem angekündigten LP. So, das heißt, jetzt muss ich eher... Oh Gott. muss ich erstmal wieder runter, die Leiter hoch, dann kann ich das dritte Teil machen. Ja. Jetzt haben wir es nämlich hier. Dann habe ich nur keine Ahnung, wo das vierte war. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Es ist gegenüber. Es ist gegenüber. Wie komme ich da hin? Da ist auch noch eine Kiste. Wie kommen wir da hin? Warte mal. Boah, da kann ich doch nicht dran springen.
Moment. Oh. Oh, oh. Yeah. Voll der Dance-Move. Man konnte auch früher so Wände klettern. Oh, da oben. Ja. Okay. Ich muss da irgendwie hin. Wie zum Teufel komme ich da hin? Ich muss da oben an die Wand. So. Ich weiß. Keine Ahnung. Kann ich mich nicht irgendwie damit hochziehen? Nee, die zieht da nur dran. Hä? Scheiße. Das ist natürlich jetzt. Wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wie das alles funktioniert, ist das sehr schlecht. Weil ich muss definitiv da oben an die Wand, dann da rumklettern, dann komme ich nämlich da drauf. Ich gucke mal, ob ich von hier oben vielleicht noch da dran komme. Aber ich glaube, hier war alles zu. Oder? Ja, ich muss da. Da rein. Ah, ich glaube, ich schicke den Aufzug mal eben wieder runter. Nein! Ich falle jedes Mal fast wieder runter. Dafür war doch das Loch, was ich hier aufgeschossen habe. Also der Aufzug muss jetzt auf diese Etage. Ja, komm Lara, komm. Dann muss ich... Nee, von hier komme ich da nicht drauf. Lara, runter. Runter. Lara! Ich muss auf den Aufzug drauf, während der hochfährt. Aber der war schon auf der richtigen Etage. Kam ich... Hä? Wie komme ich denn da... Ach, ich springe einfach runter. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt wie. Nee, hä? Okay, vielleicht wird das jetzt ein bisschen stressig, aber ich probiere es mal. So, nicht sterben. Wenn der Nagel noch dran ist, springe ich drauf und dann muss ich... Jetzt vielleicht schon mal. Nicht, nein, Lara, du sollst doch... Nein! Oh nein, das Loch, jetzt ist es zu. Ah. Warum hängt die sich denn einmal auf? Hat die so eine Angst, da runterzufallen? Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Aber ich glaube, das ist der Weg. Und so müsste es funktionieren. Ätzend. So, zack. Vielleicht klappt es jetzt auch... Kannst du sprinten, Lara? Na, so ist nicht sprinten. Genau. Roll wie ein Affe nach oben. Ist schon zu weit weg. So, ja, das ist ja gut. Ich muss zugeben, das war natürlich jetzt auch ein Steuerungsproblem. So, kommt direkt wieder hoch. Ich lass schon mal so und lass mich gleich direkt mal fallen. So, lass dich fallen, das klappt schon. Und... Sehr gut. Das laut. Oh, oh. Boah, zum Glück klappt das noch. Und runter. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen im Lager. Wobei, dafür braucht man immer Bergungsgut. Und davon haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel. Achso. Könnte. Ja, ich glaube, hat funktioniert. Viele Granaten umsonst verballert. Immerhin keine Oni. In der ersten Folge nur direkt ein Rätsel, was mich überfordert hat. Warte, shit. Wo war denn jetzt? Ich habe doch vorhin irgendwo die Markierung gesehen. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Verloren. Hier. Scheiße. In welche Richtung ist sie denn? Die ist immer noch geradeaus vor uns. Naja, keine Ahnung. Na, ich bin zu ärgerlich für sowas. Das ist ärgerlich. Jetzt will ich doch unbedingt wissen. Hat das geleuchtet? Nee. Ob hier doch noch irgendwie was ist. Da! Da ist was. Das könnte es tatsächlich sein, aber wie zum Teufel komme ich da rein? Da oben könnte man vielleicht durchklettern, aber wie soll ich denn da hinkommen? Ach, warte mal, vielleicht von da?
Dann gehen wir nochmal zurück. Und sind wieder am Anfang der Folge, aber zumindest ist der Aufzug schon mal unten. Hier durch, darüber. Genau. Und hopp. Sehr gut. Manchmal ist Ehrgeiz doch etwas Gutes. So, hier sind nämlich... Was auch immer das jetzt war. Erfahrungspunkte oder was? Oh, da ist noch was. Ja, bitte nehmen. So, 2 von 3 gefunden. Und wieder zurück. Ihr seht nämlich eh schon, dass wenn das LP fertig ist, dass ich hier trotzdem noch überall durch die ganze Karte, durch die ganze Welt reise und alles einsammle, was ich nicht eingesammelt habe. Und hier hätten wir schon mal alles. Da ist noch was. Das markiere ich mir jetzt mal. Das nicht zentrieren. Ich mache es immer wieder falsch. Wegpunkt setzen. So. Wo ist es? Wahrscheinlich oben. Ne, da unten das, oder? Bestimmt die Kiste da. Achso, hier komme ich ja nicht durch. Hier ist jetzt der Weg frei. So, Tür mache ich trotzdem schon mal auf. Man weiß ja nie. So. Oh oh. Nein! Ach, das könnten die zwei sein, die auch in der letzten Folge da oben rumgelaufen sind. Wenn ich nicht ich glaube, ich habe die getötet. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich Waffe wechseln will, gehe ich irgendwie immer automatisch auf Tab. Ich weiß gar nicht, welche Waffe die beste ist. Bergungsgut. Ich lasse erstmal den Schalldämpfer noch. Ist ja nicht so die große Action. Hat das einer mitgekriegt? Oh ja. Hi. Nachladen weiß ich nicht. Hat sie jetzt nicht gemacht. Oh, was haben wir hier? Umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. So, das haben wir dann alles, die Reliquien. Das heißt, generell haben wir Lager, haben wir alles, ein Dokument fehlt, Reliquien haben wir... Eine Schatzkarte fehlt und Sonnenkiller fehlt alles. Was wäre das denn jetzt wieder gewesen, Sonnenkiller? Keine Ahnung. Das ist ja immer sowas Verstecktes, was man dann irgendwie verbrennen kann. Tja, man weiß es nicht. Wir schnappen uns erstmal wieder die Tab-Taste und gucken uns die Karte damit an. Warum ist die Karte nicht auf M, wo sie hingehört? Und schauen wir, wo wir hier hin können. Oh, hier liegt was. Ach Quatsch, die Leichen. Looten, okay. Zur Munition. Ich mach's gerade etwas nervös. Gibt's hier 2 Wege oder nur einen? Ich mag ja gerne lineare Level. Außer bei Open World Games natürlich, das ist klar, aber... So, hier bin ich ganz froh, wenn ich weiß, es gibt nur den einen Weg. Hier gibt's echt viel Kram einzusammeln. Und ich weiß alles gar nicht, was es ist. Aber wie in jedem Spiel, man nimmt alles mit, ne? Wir haben kein begrenztes Inventar. Können so viel tragen, wie wir wollen. Dann machen wir das auch. Und ich glaube, ich bin schon zum 3. Mal hier dran vorbeigelaufen. Munition ist voll. Na gut, dann akzeptiere ich das. So, hier geht's raus. Wie es aussieht. Raus, ne? Bei Tomb Raider. Oh, ein paar Kratzer haben wir schon an den Armen, sehe ich gerade. Ich traue mich jetzt gar nicht hierhin zu gehen. Das sieht so nach... Boss-Areal aus. Und darauf wäre ich nicht vorbereitet. Direkt in der ersten Folge erstmal ein Rätsel und dann noch ein Kampf. Boah, 100 pro geht die Action ab. 100 pro. Okay, hier ist es. Das Grab.
Ja, Hauptsache ich kann mich erstmal nochmal frei bewegen hier. Gibt auch noch extra Munition, damit es hier richtig schön abgehen kann gleich. Aber cool aussehen tut's, das muss man wirklich sagen. So, ich laufe hier erstmal ein bisschen rum, bevor ich... Klar geht's ja erstmal die Treppe hoch, da müssen wir hin. Aber ich gucke erstmal, ob hier unten noch irgendwas ist. Munition, Munition. Oh, für alle Waffen. Für Pfeile, für Schrotflinte. Warum ist hier so viel Munition? Jeder Zocker weiß doch warum. Wobei, also da ging es jetzt einfach geradeaus hoch, aber hier rechts scheint noch irgendwas zu sein. Hier komme ich irgendwie nicht weiter, oder? Sag mal, Lara. Doppelsprung klappt nicht. Na, was soll's, da gehen wir mal hier hingucken. Hi. Okay. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Bist du das? Warst du so eine Art General? Du hast Seppuku begangen. Wieso? Es ist wunderschön. Es ist kaputt. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Wesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Ja, tolle Wurst. Und die Musik heißt überhaupt nichts Gutes. Scheiße. Ich muss sofort hier raus. Genau, aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.